Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raube und heute sprechen wir über das Nachfolgeprodukt des VXX. Der VXX, der hört ja im Januar auf zu existieren. Es gibt ein Nachfolgeprodukt, den VXXB, und da gibt es momentan zwei Fragen und die beantworte ich euch heute hier in diesem Video. Ich gehe mal davon aus, dass die allerwenigsten von euch bislang schon mal mit dem VXXB gehandelt haben, aber im Grunde genommen ist das eigentlich alles, was ihr wisst über den VXX, könnt ihr nahtlos auf den VXXB übertragen. Das heißt also, wer jetzt zum allerersten Mal was über VXX hört und denkt, was ist denn das? Der geht hier einfach oben in die Suche, gibt ein Optionsstrategien plus VXX und da findet ihr eine Menge Videos darüber. Und dann solltet ihr alles wissen, auch was es über den VXXB gibt. Allerdings, jetzt gibt es immer zwei Fragen, die auftauchen. Punkt Nummer eins ist immer die Frage, warum kann man denn den VXXB nicht shorten? Also warum kann man den nicht leer verkaufen? Und Punkt Nummer zwei oder Frage Nummer zwei, wieso gibt es keine CFDs? Warum gibt es keine CFDs auf diesen VXXB? Und die Erklärung ist recht simpel. Und zwar, der Grund ist einfach der, der VXXB ist ja das Nachfolgeprodukt des VXX. Und wir wissen also, dass Ende Januar hört ja der VXX auf zu existieren. Er war auf 10 Jahre ausgelegt und er wurde ja im Januar 2009 initiiert von Barclays. Und auf 10 Jahre, das sieht man mal, so schnell sind 10 Jahre rum. Und jetzt aufgrund des sehr, sehr großen Erfolges, den dieses Produkt für die Fondsgesellschaften, auch für die Anleger hatte, denn wir dürfen hier nicht verwechseln, die Wertentwicklung ist natürlich katastrophal, aber das spielt jetzt nicht so sehr die große Rolle, sondern es gibt viele Anleger, die so ein Produkt gerne handeln. Ne? Egal ob Short, ob Long, die es gerne in ihren Depots haben. Also die Nachfrage ist nach wie vor groß. Wir haben in beiden Produkten, im Nachfolgeprodukt als auch im Ursprungsprodukt, über 1 Milliarde Dollar liegen. Das heißt, es gibt ein Nachfolgeprodukt und dieses ist jetzt auf 30 Jahre aufgelegt. So, und warum ist jetzt der, gibt es, kann man erstmal den VXXB nicht shorten? Für die meisten Privatanleger stellt sich diese Frage ohnehin nicht, weil man ja den direktionalen Handel mit US-amerikanischen ETFs bzw. ETNs ohnehin für deutsche Retail-Händler eingestellt hat. Das hängt zusammen mit den neuen Finanzmarktregeln. MiFID II ist hier das Stichwort und das heißt, das darf man ohnehin nicht. Aber selbst wer von euch ein Firmenkonto hat oder mehr als 500.000 auf dem Konto und damit sich als Professional Trader einstufen lassen kann, kann momentan diesen VXXB nicht leer verkaufen. Und der Grund ist ganz einfach, es gibt nicht genügend Stücke am Markt, die gehandelt werden können. Und der Grund ist einfach der, momentan konzentriert sich noch der Großteil des Volumens auf das Erstprodukt, also auf den VXX. Und wir sehen jetzt in den letzten Tagen, dass so ganz langsam immer mehr Volumen hinüberschwappt in den VXXB. Das kann man auch sehr gut an den Optionen sehen. Die Optionen, die Spreads werden enger. Aber es gibt noch nicht genügend Marktteilnehmer, die diesen B, also diese B-Note, das ist ja wieder ein ETN, eine Exchange-Traded Note, in ihren Depots long haben. So, und warum ist es notwendig, dass genügend Leute den long haben? Naja, vor jedem Short steht die Leihe. Also wenn ich etwas leer verkaufen will, muss ich es mir erst leihen. Wenn es aber noch nicht genügend Stücke im Umlauf gibt und noch nicht genügend Anleger gibt, Investoren, die das Ding long im Depot haben, gibt es auch nicht genügend, die es verleihen könnten. Und das ist der Grund, warum man den momentan noch nicht leer verkaufen kann. Also ihr könnt es gerne mal probieren. Dann wird euch meistens sofort angezeigt, es stehen nicht genügend Stücke zur Auswahl oder es gibt nicht genügend Stücke zum Leihen. Und wer das selber mal nachprüfen will, ihr könnt ja auch mal auf so eine Seite gehen. Ich habe jetzt hier mal eine amerikanische Seite genommen. Das ist jetzt hier ETF.com und da kann man das gut nachvollziehen. Also man sieht zum Beispiel jetzt hier, dass das momentan sind in dem B 155 Millionen. Ihr könnt das jetzt wahrscheinlich hier nicht erkennen, deswegen ich sage es euch hier, 155 Millionen würde man das jetzt vergleichen mit dem VXX. Das sind aktuell 841 Millionen Dollar Assets under Management. Das heißt also, hier ist wirklich noch nicht viel drin. Und vor allen Dingen das Tagesvolumen ist hier deutlich geringer. Also wir reden beim VXXB über wenige, das Volumen, gehandeltes Volumen, über wenige
100.000 Stück am Tag, wenn überhaupt. Man sieht das auch sehr schön in den letzten Wochen, geht das jetzt erst so nach oben. Und beim VXX, da gehen am Tag manchmal 1 Milliarde Stück um. Ne? Also da wird richtig viel gehandelt, nicht jeden Tag, aber an manchen Tagen geht da wirklich extrem viel um, da wird sehr viel getradet und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten. So, und das ist auch gleich die Antwort, warum gibt es noch keine CFDs? Ne? Das fragen ja auch vor allem immer diejenigen, die ihr Konto bei IB haben, also bei Interactive Brokers, bei CapTrader Links und so weiter. Und der Grund ist auch hier ganz simpel. Jeder CFD-Broker muss sich natürlich gegen die Positionen, die er hält, hedgen. Und das bedeutet natürlich, du als Anleger könntest ja jetzt diesen CFD kaufen, du könntest ihn auch verkaufen. Wenn du ihn verkaufst, muss der Emittent oder beziehungsweise der CFD-Broker muss also einen Hedge machen. Du kaufst, er muss short gehen, beziehungsweise Quatsch, er muss mitkaufen, du gehst short, er muss mit short gehen. Ne? Und das geht eben momentan noch nicht. Du kannst momentan noch keinen vernünftigen Hedge als CFD-Broker durchführen und aus dem Grunde gibt es diese Produkte halt noch nicht. Ne? Wir haben mit IB gesprochen und Aussage IB, ja, es wird CFDs geben, aber wann, das kann einem noch niemand sagen, natürlich erst, wenn das Volumen hier rüber wechselt. Die Aussage war wahrscheinlich erst am letzten Handelstag, also ich glaube, das müsste der 29. oder 30. Januar sein, 2019, dann sollte es auch CFDs geben. Wie gesagt, sobald das ein liquides Produkt ist, der VXXB, wird es auch entsprechende CFDs dazu geben und sobald es ein liquides Produkt ist, werden wir oder alle diejenigen, die in der Lage sind, dann die Kontrakte direktional zu shorten, das Ganze auch machen können. Ein Risikohinweis sei an dieser Stelle noch erlaubt, und zwar, es kann euch jetzt Folgendes passieren, mal angenommen, ihr seht ja, der Preis ist momentan irgendwo hier im Bereich um 40, ne, also ungefähr 40 Dollar, und mal angenommen, ihr schreibt jetzt einen 40er Call, also ihr geht short in einem 40er Call und sagt, na dann lasse ich mich doch in den Dingern andienen, und ihr würdet jetzt angedient, aber es gibt nicht genügend Stücke zum Short gehen, dann würde das Cash gesettelt. Das heißt, dann könnte es passieren, dass ihr eben dann doch nicht wie gewollt die Dinger Short reinbekommt, sondern dass ihr einfach nur ein Cash Settlement habt. Da müsst ihr also jetzt ein bisschen darauf aufpassen, weil ihr könnt natürlich nur in Produkten angedient werden, die auch liquide sind. Momentan sind sie noch nicht liquide und deswegen gibt es auch nicht genügend Strikes, nicht genügend Laufzeiten und so weiter und so fort. Aber ich bin mir relativ sicher, wenn wir uns in einem Monat hier wieder über das Thema unterhalten, werden wir sehen, dass es dann auch entsprechend geht. Und wenn es soweit ist, dann erfahrt ihr das natürlich hier bei uns im Kanal auf Optionsstrategien.tv oder in unserer Facebook-Gruppe, die Optionshändler, bei uns auf der Webseite, wo auch immer. Ne? Das war ein kurzer Blick auf den VXXB. Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr andere ETFs, ETNs habt, wo ihr sagt, kann man da Optionen handeln, wie funktioniert das alles und so weiter, ne? Dann könnt ihr mir natürlich hier gerne dazu Fragen stellen. Schreibt die wie immer hier in die Kommentare hinein. Bewertet dieses Video, egal ob so oder so. Ne? Beides hilft dem Algorithmus. Okay, nein. Also sagt mir einfach eure Meinung. Wenn euch solche Videos hier weiterhelfen, wenn sie euch nach vorn bringen, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Ansonsten sehen wir uns dann wieder hier beim nächsten Video. Bis dann, euch alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.